Tach, als allererstes, ich werde mein Bart diesen Winter mal wachsen lassen. Wer mir auf Facebook folgt, hat das vielleicht schon mitgekriegt. Ich wollte das endlich mal durchziehen, zumindest einmal im Leben, sage ich mal. Die Erfahrung gemacht haben, eines Vollbartes sozusagen. Da gibt es auch einige Vorteile von. Ein paar Nachteile. Die Nachteile interessieren mich jetzt eher nicht so. Aber ich finde es im Winter eigentlich mal ganz angenehm, muss ich sagen. Wollte es auf jeden Fall zumindest mal ausprobieren. Ich habe diesmal einen Pulli an. Mich hat auch letztens. Ah, ist gerade ein Grad gestiegen. Ich gucke gerade aufs Thermometer. Hat ja auch jemand einen Kommentar geschrieben, dass wenn ich den Pulli drüber ziehen würde, bräuchte ich weniger heizen. Ist natürlich richtig. Nur dass ich auch, also bisher nicht geheizt habe. Beziehungsweise die Mitbewohner, wie ich meine Eltern nenne, die heizen mit Paletten vom Bauernmarkt, die übrig bleiben, in dem Ofen einfach sozusagen das Haus, und ich heiz hier drin selber nicht. Jetzt habe ich aber einen Pulli an, manchmal habe ich Lust drauf, manchmal, weiß nicht, kommt drauf an halt, was ich auch esse. Ich habe durch die Reinigung insgesamt eine geringere Temperaturempfindlichkeit. Aber es ist gerade wirklich ein Grad gestiegen. Es war die ganze Zeit 16 Grad. Hier drin jetzt haben wir 17 Grad. Man sieht. Werde auch nochmal am Ende des Videos zeigen. Ich habe das jetzt nicht irgendwie ans kalte Fenster gelegt oder so. Ja, so 16 Grad, das finde ich eigentlich in Ordnung für den Winter. Mit Pulli, dann geht das. Vielleicht dicke Socken. Aber worum das in dem Video gehen soll, ist Rohkost, ob ich da. Ich habe ja in einem Video mal erwähnt, dass ich mich nicht mehr in erster Linie mit Rohkost identifiziere. Wollte ich jetzt nochmal ein Video darüber machen, gesondert, wie ich das jetzt genau meine. Und da bringe ich auch direkt mal ein Beispiel an. Und zwar ist es so, dass ein Rohköstler, der sich relativ früh von einer, was ich mit früh meine, sage ich gleich, aber wenn man jetzt zum Beispiel vegan gelebt hat, eine Zeit lang, aber mit viel Essen, viel Junkfood oder nicht mal viel Junkfood, aber schon ein deutlich fester Bestandteil, zweimal Schokolade auch die Woche und halt anderes Junkfood-Gedöns, auch sich nicht sehr basisch ernährt, also Weizenprodukte auch drin hat zum Beispiel und Süßigkeiten, säurebildende Produkte und vielleicht zusätzlich noch Darmparasiten hat, wahrscheinlich von vorheriger Fleischkost noch, weil die halt nicht so einfach weggehen. Wer dann 100% roh umsteigt, der kann insgesamt ist, dem kann es insgesamt schlechter ergehen, körperlich, in erster Linie besonders, als jemand, der halt langsamer umsteigt und erstmal nicht 100% roh macht. Also ich halte persönlich nichts von, dass man sofort 100% roh geht. Das wird meiner Meinung nach nicht auf Dauer funktionieren. In vielen Fällen, bei Leuten, die halt so schon sehr gereinigt sind, vielleicht durch den Leistungssport oder weil die schon immer sehr wenig gegessen haben und auch relativ gesund gegessen haben oder schon unbewusst so eine Progression drin hatten, immer reineren Ernährung und Lebensstils. Die können eventuell 100% roh sofort gehen. Gibt halt auch welche ganz normal Veganer, sage ich mal, die viel einen hohen Obstanteil schon haben und so weiter und das schon jahrelang. Aber besonders, wie ich es halt vorhin erwähnt habe, also es gibt auf jeden Fall die Situation, dass wenn man dann 100% roh geht, man hat sich aber vorher noch nicht mit Reinigung, Körperreinigung beschäftigt und so weiter, dann ist es so, dass sehr viele Giftstoffe gelöst werden, die den Körper übersäuern, und dann ist man als hundertprozentiger Rohköstler die ganze Zeit immer übersäuert und bekommt eventuell nicht genug Mineralstoffe, um diese Übersäuerung zu neutralisieren durch alkalisch wirkende Mineralstoffe einfach. Und was man auch noch für einen Vorteil von Kochkost haben kann, übergangsweise ist,
dass es halt wirklich die Rückvergiftung stoppt, weil halt Neues hinzukommt, womit der Körper sich beschäftigen muss. Und bei Rohkost kann es halt sein, dass das Neue, was hinzukommt, wiederum nur reinigend wirkt und anregend für die Entgiftung und damit auch Rückvergiftung. Also Obst und Gemüse, das regt die Entgiftung nochmal an. Das heißt, man kann da dann sehr viel essen und trotzdem kann man diese Rückvergiftung damit dann nicht im Zaum halten und der Körper wird dann die ganze Zeit zu stark vergiftet von den vorherigen Giften. Und deswegen sieht man bei einigen Rohköstern auch, dass sie nicht optimal gesund aussehen, meiner Meinung nach. Und das kann dann auch jahrelang so gehen. Und dass diese Giftstoffe dann auch eventuell dauerhafte Schäden anrichten. Deswegen finde ich es sinnvoller und deswegen kann ich identifiziere ich mich nicht mehr mit in erster Linie nicht mehr mit 100% Nora. Also ich identifiziere mich mit der Rohkost in dem Sinne, dass meine Meinung ist und meine Erfahrung mit meinem Körper ist, dass alles Gekochte nicht gut für den Körper ist, aber nur im Idealzustand, in einem Übergangszustand kann es in dem Sinne gut sein, weil es nämlich die davor die ganze Zeit schlechte Nahrung teilweise kompensieren kann oder noch expliziter ausgedrückt, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort dafür ein, aber es kann halt, um es jetzt nicht in einem Wort zu sagen, sondern erklärend auszudrücken, es kann halt die Rückvergiftung stoppen, was natürlich im Endeffekt nicht gut ist, die dauerhaft zu stoppen, aber es kann halt teilweise sinnvoll sein, damit die nicht zu stark wird. Und da ist halt diese Übergangskost, sage ich mal, die ich die A&R-Red auch definiert hat, also klar definiert hat und die ich auch aufnehmen werde und noch teilweise umdefinieren werde, zum Beispiel weil ich den Aspekt der basischen Ernährung, dass ich den Stellenwert auch sehr hoch stelle, dass ich sozusagen eine basische Heilkost, so werde ich es eventuell nennen, daraus entwickeln wollen würde. Und da ist es halt so, dass diese basischen Lebensmittel, ich hasse es, dass ich M sage, aber ich kann es nicht verhindern, weil man denkt halt die ganze Zeit, wenn man ruhig ist, dann hört einem keiner mehr zu, wenn man zu lange ruhig ist. Daher kommen diese M's immer. Mach ich einfach Wenn man zum Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, als Rohköstler, besonders wenn man als Rohköstler viel isst und viel Obst isst, das Obst und der Zucker darin, das reinigt stark, aber das heißt, was heißt denn diese Reinigung? Reinigung heißt erstmal, dass Giftstoffe gelöst werden und so in den Blutkreislauf kommen. Und das kann kontraproduktiv sein, beziehungsweise es muss nicht mal unbedingt zu irgendwelchen Beschwerden führen, sondern einfach dazu, dass man durch die Rückübersäuerung oder Rückvergiftung, dass der Körper sich öfters oder in erster Linie in einem sauren Milieu befindet, auch wenn das jetzt nur 2/3 des Tages ist, und abends isst man dann was Basisches und danach isst man dann halt basisch. Dann kann das sein, dass man aber nicht den ganzen Tag über basisch isst, wie es in einem ausgeglichenen, balancierten Körper der Fall sein sollte. Dann ist es so, dass man da auch keine optimale körperliche Leistungsfähigkeit hat und auch kein optimales geistiges Wohlbefinden. Und da kann es dann schon sinnvoller sein, wenn man dann halt am besten ursprüngliches Obst konsumiert, was nicht so auf Zucker überzüchtet ist, davon nicht zu viel isst, dann halt vielleicht seinen Rohkostsalat isst oder Rohkostgrünen Smoothie mit wenig Obst gesüßt oder halt einen Saft trinkt, auch einen Gemüsesaft. Aber dass man dann auch, wenn man halt 3 Mahlzeiten hat, dass man da dann vielleicht halt wirklich auch noch gedünstetes Gemüse zu sich nimmt, was halt nicht diesen Reinigungseffekt hat, aber trotzdem den Körper nicht zu sehr belastet. Das ist so die reinste Abstufung der Übergangskost, würde ich mal sagen, also gedünstetes Obst und Gemüse. Wobei ich eher Gemüse empfehle, weil das deutlich basischer wirkt als Obst. Und das gedünstete Obst ist eigentlich eher so eine Süßigkeit. Also was, um sich was zu gönnen halt. Was natürlich auch wichtig ist und auch erlaubt ist. Und dass man halt nicht sagt, ich muss jetzt 100% roh sein, erstmal egal wie. Das habe ich auch so gemacht vor 1, 2 Monaten noch, dass ich dann halt auch die Trockenfrüchte mir reingehauen habe. Und solche Sachen, die auch eine Rohkostqualität in erster Linie waren.
Ich aber dadurch dann ziemlich übersäuert war, weil das eigentlich kein richtiges Lebensmittel ist, so Trockenfrüchte. Es ist zwar roh und verarbeitete Sachen sind auch roh. Es gibt auch verarbeitete rohe Sachen. Das ist dann halt wieder nicht optimal, auch wenn es den Körper dann sozusagen nicht vergiftet, in Anführungszeichen ist, oder es ihn übersäuert und halt zu viel Obst isst ohne Ausgleich. Außer als sehr gereinigter Mensch. Wenn man da schon sehr gereinigt ist, dann hat man ja, hat man keine Rückvergiftung mehr, weil die Giftstoffe ja schon raus sind, dann braucht man auch nicht so viele Mineralien und kann dann sogar frutarisch gesund leben. Aber da bin ich noch lange nicht mal. Und es sind die allermeisten Menschen auch noch lange nicht mal, dass sie sofort 100% roh leben könnten oder auch nur es in wenigen Monaten schaffen würden, 100% roh zu leben. Das muss man als Weg sehen, außer man macht sehr viel Sport oder halt macht auch gerne Sport, besonders Leistungssport, dann könnte es möglich sein, auf körperlicher Ebene zumindest. Die geistige Ebene ist auch nochmal eine Geschichte. Und was da zum Beispiel sinnvoll ist, also das nächste zu dem gedünsteten Gemüse wäre dann zum Beispiel Süßkartoffeln. Sich einfach Pommes aus Süßkartoffeln zu machen, das ist sehr lecker und das wird in meiner, in meiner, ich nehme ja eigentlich nur, ich kombiniere nur Dinge, die ich irgendwo anders gesehen habe, und gelesen habe, gehört habe und ausprobiert habe, Erfahrungen mitgemacht habe. Süßkartoffeln ist so, dass die nur ein Drittel der Stärke haben von normalen Kartoffeln. Und Stärke ist das, was neben Tierprodukten am meisten am schleimbildendsten ist. Am meisten schleimbildend ist. Und dieser Schleim ist die Hauptursache für alle Krankheiten, laut ERET. Und ich merke es halt auch, dass der Schleim die Hauptursache ist, warum man sich ja gebremst fühlt und nicht fit fühlt und so weiter, weil überall Schleimstoffe gespeichert sind im Körper und im Endeffekt alle Krankheiten verursachen. Da ist es dann natürlich gut, also die basische Heilkost, die wird halt beinhalten bei mir, dass die schleimarm ist. Und dazu gehören dann auch teilweise Süßkartoffeln, aber besser halt noch stärkefreies Wurzelgemüse, Blattgemüse. Und die wird enthalten, dass die überwiegend basisch ist, zu so circa 80%, also 70 bis 80% basisch. Und der Rest gute Säurebildner in erster Linie. Aber es sind halt auch Ausnahmen erlaubt, das auf jeden Fall. Ist halt ein Weg. Und der soll auch durchgehalten werden. Das ist halt einfacher, wenn man sich halt irgendwas gönnt. Das ist so, auf lange Sicht macht das einfach mehr Sinn. Die meisten gehen das dann einfach gar nicht an, weil die halt meinen, ja, ist zu schwer für mich. Mache ich dann nicht. Und so soll es halt nicht sein. Und muss es auch gar nicht sein. Also basisch, schleimarm, überwiegend roh und salzarm und fettarm. Das sind so die Sachen, die ich da wichtig finde, die sich für mich als am wichtigsten herauskristallisiert haben. Zudem halt Kalorien reduziert, nicht kalorienarm. Aber das ist dann aber auch wieder eine individuelle Geschichte. Manche vertragen es halt bereits gut. Andere wiederum kommen von Hintergründen, wo es sinnvoller ist, dass sie halt nicht kalorienreduziert essen. Und man sollte sowieso immer so viel essen, wie man satt ist. Außer in, also ich finde es sinnvoller, wenn man halt so Phasen hat. Wie zum Beispiel, jetzt mache ich eine Rohkost, nicht eine Rohkost, jetzt mache ich halt diese basische Heilkost erstmal. Je nachdem, wo ich stehe, muss ich halt gucken, ob ich halt noch viel gekochtes einbeziehe oder stärkhaltiges einbeziehe und so weiter. Und dann macht man halt so Fastenkuren, sage ich mal, und das kann sehr verschieden aussehen. Das heißt, ich mache dann vielleicht entweder Rohkostfasten, dass ich dann halt so 2 bis 4 Wochen dann nur Rohkost esse, dann ist man halt wirklich, wie ich es vorhin beschrieben habe, in einen stärkeren Entgiftungszustand. Man wird auch halt mit der Heilkost entgiften gleichzeitig, aber sehr schonend und man kann da auch seinen Leistungssport nachgehen und was man halt alles machen will, ohne sich schlecht zu fühlen. Und das ist sehr safe insgesamt. Und das ähnelt eigentlich schon diesem Raw Till 4 Konzept. Aber ich nehme dieses Raw Till 4 auf.
Ich nehme die schleimarme Heilkost auf. Ich nehme die Rohkost auf. Ich nehme die basische Ernährung auf und versuche da halt dann was Optimales insgesamt herauszukombinieren. Und da würde ich auch wirklich gerne ein E-Book so rausbringen. Ja, in dieser Phase, wo man dann halt Fasten macht, zum Beispiel Rohkostfasten oder Banana Island oder Orange Island, Melon Island, Mango Island, irgendein Island macht oder Smoothie Fasten, also grüne Smoothies Fasten auch oder halt direkt Saftfasten oder auch Wasserfasten, würde ich den meisten aber erstmal nicht empfehle. Wenn man, ja genau, entgiftet man da stärker, dann ist das halt so eine Fastenkur, wo man halt nicht so viel Energie hat, dann ist das auch okay. Danach geht man halt wieder zu einer Kost, nicht zurück, aber wieder zu einer Kost hin, womit man halt wieder gut, ich sag mal, in Anführungszeichen aufbauen kann oder worauf man aufbauen kann und die einen unterstützt und man nicht zu stark entgiftet, dass das halt irgendwie schwer, einem schwerfallen würde oder sowas. Man braucht natürlich trotzdem immer Disziplin. Und dann geht man auch automatisch in eine nächst höhere Reinigungsstufe über, weil man halt diese ja schon mehr Gifte ausgeleitet hat und dann nicht mehr so stark rückvergiftet werden kann. Das heißt, wenn man halt erst eine Übergangskost macht mit zum Beispiel 50% Rohkost, ist man nach einer Fastenkur, wie auch immer die individuell aussehen mag, was man sich selber auswählt, geht man dann irgendwie auf 70 bis 80% Rohkost hoch und hat im Endeffekt ja, und kommt damit genauso gut klar wie vor mit 50%, also hat dann keine stärkere Rückvergiftung insgesamt. Und das finde ich einen optimaleren Weg. Es gibt natürlich auch den schnelleren Weg, aber der ist meiner Meinung nach immer mit viel Sport oder Leistungssport verbunden, um dann diese Giftstoffe über die Pumpe sozusagen auszuleiten. Also ja, auch über die Haut auszuleiten, einfach durch den Sport auszuleiten. Kann auch Kraftsport sein im Endeffekt. Ja, das wollte ich kurz sagen. Also, und dann mache ich jetzt noch ein nächstes Video, wo ich dann genau anleite, will ich jetzt nicht sagen, aber genau schildere, welche besseren Auswahlen man hat, um seine jetzige Ernährung extrem simpel zu einer Übergangskost, sage ich mal, für eine persönliche individuelle Übergangskost meine ich jetzt nicht, Heilkost, umgestaltet, indem man zum Beispiel Reis mit Hirse ersetzt oder sowas, wo das dann basisch ist und den Körper noch unterstützt ja, um Gifte zu neutralisieren und nicht halt wieder den Körper erneut in ein saures Milieu bringt. Und ich will da halt wirklich trotzdem noch einfache Möglichkeiten bieten, weil das für mehr Leute insgesamt dann attraktiv wird. Also bis zum nächsten Video. Bis